So. Hallihallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Star Wars The Old Republic. Und unser Charakter hat Bock, man sieht's einfach. Ich bin immer noch Yubika und ich habe eine der Quests, nach denen ich gesucht habe, gefunden. Die andere Quest funktioniert immer noch nicht. Ich vermute mal, wir müssen erstmal irgendwas Bestimmtes dafür machen. Ich mache jetzt einfach mal erstmal die Quest. Vielleicht wird die andere Quest auch rausgenommen, ich weiß es nicht. Weil es eigentlich eine ziemlich gemeine Quest war, weil eigentlich beides gut war, nicht unbedingt böse, aber gut. Die Quest hat ein Böse gemacht, obwohl man was Gutes gemacht hat. Vielleicht wurde sie deswegen rausgenommen, das weiß ich nicht. So, falls jemand weiß, warum die Quest nicht da ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir reden jetzt mit Fingeld. Flingeld. Es geht einfach nicht. Warum verlangt mein Meister das Unmögliche von mir? Warum so hysterisch? Reißt euch zusammen. Oder braucht ihr Hilfe? Was bereitet euch Sorgen? Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich hatte euch nicht kommen sehen. Mein Meister sagt, dass es hinter diesem Felsen kostbare Schätze gibt. Aber ich kann das verdammte Ding nicht bewegen. Meine Anweisungen lauten, dass ich zu einer Plattform in den Ruinen gehen soll. Meditiere und lass dir von der Macht Stärke verleihen. Und obwohl ich bis zur Erschöpfung meditiert habe, ist nichts passiert. Macht weiter, dann gebt ihr auf. Was? Zu was seid ihr überhaupt gut? Vielleicht solltet ihr es einfach nochmal versuchen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lange ich schon hier bin. Und jetzt fliege ich aus dem Orden, weil sich ein unbeweglicher Stein nicht bewegen lässt. Es ist absurd. Hey, wie wäre es? Vielleicht könnt ihr mir helfen. Seid ihr gut im Meditieren? Sagt mir, warum ich euch bei eurer Ausbildung helfen sollte. Geht es im Jedi-Orden nicht um Hilfsbereitschaft und Kameradschaft? Es ist unsere Pflicht zu helfen, oder nicht? Ihr habt vollkommen recht. Was soll ich tun? Oh, ich danke euch. Ihr habt mich gerettet. Kniet euch einfach vor den Altar in der Nähe. Wenn ihr euren inneren Frieden findet, könnt ihr angeblich diesen Felsblock bewegen. Wenn ihr scheitert, kann ich meinem Meister zumindest sagen, dass ich nicht der Einzige war. Das finde ich ja jetzt eigentlich nicht so gut. Aber gut. Dann schauen wir mal, ob wir diesen Block denn wirklich bewegen können. Ich für meinen Teil denke eigentlich, dass wir einfach hätten weggehen sollen. Aber eine Quest ist eine Quest und wir machen die jetzt auch. Hat wohl nicht funktioniert, oder? Oh. Ach so, okay. Oh. Das sind ja Schätze, der Wahnsinn. Ihr habt es geschafft! Ich weiß nicht, ob ich mich für meine Unfähigkeit schämen oder über euren Erfolg freuen soll. Hinter diesem Felsen sollte sich doch etwas Wichtiges befinden. Dann sollten wir die Suche fortsetzen. Aber... Iniki! Meister Quill Jake, warum seid ihr hier? Wanawada blota wijawa. O wamawanka matuske. Manchi doti puna puna. Kabuk nuni snemo. Kunta chuta. Kasuyali kulira. Tanki kum. Aber Meister, das ist nicht mein Fehler. Ich habe nicht um Hilfe gebeten. Ich wollte sie ablehnen. Okay, das ist jetzt wieder so eine dieser gemeinen Sachen. Wir können sagen, er lügt, das wäre die Wahrheit. Oder wir sind natürlich sofort instant böse, genau wie das Imperium, nur weil wir ihn schützen. Aber er lügt das natürlich. Das ist einfach nicht wahr, Meister Quill Jake. Kunamo, uban chone alipa, istin goto, monki atacha kapatonka, jisa bicha. Kutogi kumpa, jiji no liamake chisa. Das ist alles eure Schuld. Ihr habt mir meine Zukunft geraubt. Kunamo, uban chone alipa, istin goto.
Ho, ho, ho! Wir sind auf Stufe eines Meisters! Also sollte er Enttäuschung erleben. Und doch habe ich es geschafft. Und was ging es an den Zeit? Das ist offensichtlich. Dann wolltet ihr seine Entschlossenheit und Hingabe testen. Kunta Chuta, Kasuya Likulira, Kanki Kum, Manchi Doti Puna Puna, Kabuk Nunislemo. Oka Kisa Spida Perupa. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ja, wow. Wir haben eigentlich alles versaut. Aber, naja, er hat's auch versaut, ne? Ich habe nur meine Pflicht getan. Zu schade, dass er versagt hat. Ich fühle mich ausgesprochen geehrt. Ja, Meister. Imache. Churon Chica Chiliska Chanaga. Es ist irgendwie böse, aber irgendwie ist es auch richtig. Vielleicht hat er ja jetzt gelernt, dass er die Aufgaben selber machen muss, wenn sie ihm zugetragen werden. Vielleicht will er ja doch noch ein Jedi. Das ist ja vielleicht gar nicht so beschlossen. Er kann sich ja noch irgendwie beweisen, vermutlich. So. Ich weg hier, ja, habe ich einiges platt machen müssen. Ich kann nicht. Ich möchte nicht darüber reden. Ich muss eine Weile nachdenken. Ach so. Naja, dann. Okay, wir sind jetzt bei 5 bis 6 Minuten, weil ich den Timer verspätet gestartet habe. Und wir sind hier in den Ruinen von Khaled. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen jetzt mal das hier. Ob wir das vielleicht sogar alleine jetzt schaffen inzwischen. Wir sind ja jetzt schon Level 12 und die Mission haben wir ja schon von der Ewigkeit bekommen. Okay, wir müssen da rauf. So. Muss jetzt hier eigentlich irgendwo gleich sein. Ich dachte, das wäre in den unteren Ebenen gewesen. Na gut, da ist es. Und wenn wir es denn nicht schaffen, dann können wir auch die Gilde fragen. Ich bin ja jetzt in der Gilde drin. Das ist nicht die Gilde. Hier, Gilde. Keine Ahnung, was die eigentlich machen oder so, da die neu sind. Wurde einfach eingeladen und fürs Erste habe ich einfach mal angenommen. Okay, die können wir noch gut besiegen. Ich vermute mal, das sind eh keine Elite-Gegner. Bonus, die zählen schon dazu. Diese Droiden zählen schon dazu. Okay. Ja. Also ich denke, wir können es schaffen. Oh, cool. Energiezelle, okay. Ich frage mich halt nur, ob es hier einen Boss drin gibt. Okay, das ist wirklich nur eine kleine Höhle. Das können wir schaffen, Leute. Vielleicht gibt es hier auch gar keinen Boss. So. Es ist eigentlich machbar. Ich glaube, wir hätten noch vorhin auch schon reingehen können, wenn ich das nehme. Ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt schwer vorgestellt. Aber ich das Level 7 überhaupt. Level 7. Okay, dann ist klar, dass wir gewinnen. Dann ist es klar. Okay. Ich dachte, die wären ein bisschen höher oder wenigstens Elite, aber das ist einfach nur. Es sind halt einfach nur größere Gruppen, deswegen hätte man die zwei Elite. So, okay, da ist ein etwas stärkerer Gegner. Wir können den natürlich aus dem Weg gehen, wenn wir wollen. Das ist ein Elite-Gegner, aber wir versuchen es trotzdem. Ja,
Wir haben ja auch noch einen. Sind, oh, der ist schon tot. Okay. Vermutlich wäre der ein ziemlich krasser Kampf gewesen eigentlich. Okay, die alle zu killen bringt uns nicht so viel. Aber wir brauchen eh noch zwei so Päckchen. Also greifen wir die auch mal an. Okay, ein Päckchen noch und drei Droiden. So. Den hätten wir auch. Jetzt müssen wir nur den Computer aktivieren, ach, da hätten wir auch uns einfach so durchkämpfen können. Okay. Sehr cool, wenn es einen doppelten Bonus geben würde. Würde man nochmal doppelt so viel kriegen. Das wäre schön. Oh, ich glaube, den da drüben habe ich gerade aufgehoben. Das heißt. Für mich sieht es ja gar nicht so cool aus. Ich weiß gerade nicht mal, ob ich schreie oder rede. So. Weg ist er. Okay, wir müssen ja nicht unbedingt gegen jeden kämpfen. Heldenbereich, Kammer des Redens. Okay. Finde ich irgendwie cool, dass solche Zonen gibt, die man befreit sein muss. Das macht jetzt nicht unbedingt ein Strike ist, aber schon etwas schwerer. Finde ich cool. So etwas hatte ich mir für World of Warcraft damals ziemlich gewünscht. Da war ich mal auf einem Server, der eigentlich kaputt war. Es war eigentlich ein anderer Server. Da waren beispielsweise von den Updates noch die alten Gegner und die neuen Gegner waren auch da. Und dann gab es ein Andor-Hallengebiet, da waren eigentlich schwache Gegner. Aber wegen dem Patch waren da stärkere Gegner, oder zuerst waren stärkere und dann schwache Gegner, ich weiß nicht. Jedenfalls waren dann schwache Gegner und starke Gegner da. Und die schwachen Gegner hat man gewonnen, hittet, und die starken Gegner haben mehr ausgehalten. Da hat man sich einfach viel heldenhafter gefühlt, also viel stärker. Man hat da einfach halbe Armeen platt gemacht, das war einfach cool. So etwas habe ich mir immer in MMO gewünscht. Nicht unbedingt auf einem Server, der kommt nicht zu. Aber es war cool. Es gab da auch einen lustigen Bass für den Krieger. Man konnte dauerhaft diese Attacke benutzen, die einen heilt. Warum war deswegen ist der Server wohl offline gegangen? Okay. So, was haben wir? Schrott, schade. So, dann schauen wir mal. Schauplätze, Kammer des Redens. Wer will, kann lesen. Hochfahren nur Geschichte über Khaled, mehrfach erwähnt. Aha. Ja, super. Was ist das denn? Okay. Das ergibt so keinen Sinn. Alter. Vielleicht ist die Batterie leer. Übersetzungsmatrix initiiert. Energie wiederhergestellt. Systemüberprüfung. Energiestufe kritisch. Datenspeicherung kritisch. Sprache und Intellekt niedrig. Netzwerkzugang negativ. Ich bin der Torwächter. Ich schlief seit mehr als 20.000 Jahren. Ich gehe dem Systemversagen entgegen. Systemversagen? Was genau meinst du damit? Ich bin die Informations- und Sprachmaschine von Khaled.
Ich bin für Datensicherung, Systemaufzeichnungen und die historischen Archive zuständig. Ich scheine an mechanischem Schaden zu sterben. Ich erkenne euch nicht. Doch ich wurde nicht geschaffen, um neugierig zu sein. Es bleibt wenig Zeit, bis ich aufhöre zu funktionieren. Ich kann alle Informationen, die ihr benötigt, für eine dauerhafte Aufzeichnung protokollieren. Dies ist eure einzige Gelegenheit, meine Daten zu retten. Kann man dich nicht wieder instand setzen? Nein. Ich leide an Kaskadenversagen. Die Fehler meiner Maschine vervielfachen sich exponentiell und mein Tod ist unumgänglich. Es ist nicht notwendig, um mich zu trauern. Unter den fehlerhaften Daten befinden sich noch die Geschichten zweier großer Meister von Kalett. Mit letzter Kraft kann ich euch die Geschichte von Lord Avamarivash, dem Kriegerpoeten, oder Lord Maravada, dem Schweigsamen, überliefern. Ich brauche Wissen, das ich im Kampf gegen ein böses Imperium gebrauchen kann. Dann beachtet die Werke von Avamarivash. Er war ein leidenschaftlicher Hüter von Kalett, bevor er unser Anführer wurde. Avamarivash, der Kriegerpoet, war ein Gönner der Künste und Liebhaber vieler Frauen. Maravada, der Schweigsame, war ein Philosoph und Einzelgänger. Avamarivash trug Kriege aus und erbaute Monumente in Erinnerung an den Ruhm des Volkes. Maravada herrschte in einer Zeit des Friedens und Lernens. Ihr müsst wählen, welche Geschichte ihr erhalten wollt. Maravavash war der, der uns... Maravada, das war, glaube ich, der, der uns helfen kann. Deswegen nehmen wir Bewahre die Geschichte von Maravada, dem Schweigsamen. Ah, nee, andersrum. Okay. Dieser Kristall enthält das Wissen, nach dem ihr strebt. Lasst Kalett und Tython nicht in Vergessenheit geraten. Mein Zweck ist erfüllt. Energieabfall abgeschlossen. Systeme werden terminiert. Lebt wohl. War nicht der andere, der uns hätte helfen können? Warum ist es denn im Böse, den zu nehmen, der uns hätte helfen können? Das verstehe ich jetzt nicht. Weltrüstungsteile. Wie sehen die denn überhaupt aus? Kann ich die wenigstens mal anschauen? Des Züchtigers des Bollwerks. Das hört sich nach Tank an, deswegen nehmen wir das mal. Okay, cool. Das war ja schon mal gut. Okay, alles klar. Kirito ist auch schon da. So, wir können uns hier nicht einfach raus teleportieren. Wir sind hier nicht in Maple Story. Ah, wieder rauskämpfen, da habe ich mal gar keinen Bock zu. Wiedergutmachung. Ich weiß, dass ihr keinen weiteren Kontakt zu mir wünscht, aber es ist mir wichtig, dass ihr es versteht, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, um die zweite Chance zu würdigen, die ihr mir und meinem Volk gegeben habt. Unser Verrat an euch und Meister Orgus ist unverzeihlich, aber ich bin entschlossen, mein Volk zu größerem Verständnis für den Jedi-Orden zu führen. Um mit ihm zu kooperieren. Unsere Zukunft auf Tython hängt davon ab. Und ich werde nicht versagen. Bitte nimmt das beiliegende Symbol unserer Aufrichtigkeit und Verpflichtung zum Frieden mit eurem Volk an. Rana Werbe Pilger Matriarchin. Wow. Danke. Das ist ja sehr ein tolles Geschenk. Ich frage mich, was sie jetzt sagt, wenn wir nochmal bei dir auftauchen. Das machen wir vielleicht noch. Ja, sind jetzt schon wieder bei 22 Minuten. Ich muss mich hinhalten, sonst dauert der Upload immer so ewig. Huch, das ist so blöd. Warum kommt die Werbung hier jetzt ständig rein? What the fuck? Okay, whatever.
Ja, mach mal das einfach noch schnell. Bitte. Ein Fleischräuber-Baby. So stellt die Macht meinen Einsatz für die Hilflosen dieser Welt auf die Probe. Ihr habt das Richtige getan. Lasst es hier bei mir. Ich berufe den Rat ein, damit eine Entscheidung getroffen wird, was wir damit tun. Grillen! Grillen! Ich hab Hunger. Grillen ist die richtige Entscheidung, glaub mir. Und dann haben die ja eigentlich schon jetzt ein Jedi-Anwärter, Fleischräuber und ein Fleischräuber-Baby. Da können sie ja langsam ihre Armee aufbauen. Neuer Rekrut. Okay, reden wir erstmal mit denen da, bevor wir zum Rat gehen. Verzeiht mir, Jedi, doch ich habe momentan keine Zeit, Unterricht zu erteilen. Ich bin sehr beschäftigt mit den neuen Rekruten des Ordens. Wenn ihr aus einem anderen Grund hier seid, kann ich euch leider nicht helfen. Genau deshalb bin ich hier, Meister. Ich habe einen Fleischräuber getroffen, der ein Jedi werden will. Ein Fleischräuber? Ist das euer Ernst? Ich dachte, diese Kreaturen seien primitiv, grausam und blutrünstig. Kaum geeignet für ein Dasein als Jedi. Wenn wir sie ändern wollen, müssen wir irgendwo anfangen. Es widerstrebt mir, Kandidaten anzunehmen, nur um eine Veränderung zu bewirken. Doch ich höre eure Worte und möchte eure Gedanken kennen. Angenommen, die Macht ist stark in diesem Rekruten. Glaubt ihr wirklich, dass man einen so gefährlichen Schüler unterrichten kann? Schließlich haben die Jedi auch mich ausgebildet, oder nicht? In der Tat, davon habe ich gehört. Nun gut, schickt euren Rekruten zum Tempel. Gebt ihm dieses Medaillon, damit die Wachleute ihm Einlass gewähren. Wenn er eintrifft, werde ich mit dem Rat sprechen. Wir werden tun, was wir können. Ah, das ist ja schön. Oh, jetzt sag bloß, ich müsste jetzt zurückgehen und es denen bringen, oder wie? Ja. Spiel will, dass ich zuerst zurückgehe. Jedi, da seid ihr ja. Jedi reden, lernen Energie. Was ist im Tempel passiert? Was haben die Meister gesagt? Sagt es ihm. Jedi reden. Du bist drin. Dem Hohen Rat steht eine dicke Überraschung bevor. Hast du gehört? Du kriegst, was du wolltest. Jagdenergie, Jedi-Energie, Felsenbau, alles, was du verlangt hast. Jedi-Jagen-Kopf-Ding! Jedi-Jagen-Jägerbau! Felsenbau-Gehen! Er will sagen, dass ihr alles jagen könnt, was ihm gehört hat. Die anderen Fleischräuber, mich. Und er geht jetzt. Jedi Preis! Jedi jagen! Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das tun würdet. Ihr habt ihm geholfen und mich gerettet. Ich weiß, wie ich wieder zum Dorf komme. Der Weg ist nicht schwer. Warum hat der ein Jedi Übungsschwert? Und wir haben ihm nicht mal die Kette gegeben. Okay, er ist halt jetzt ohne Kette los. Gut, braucht uns ja jetzt so in dem Sinn nicht stören, oder? Jedi, ihr habt meinen Sohn gefunden. Danke. Er hat mir gesagt, was ihr getan habt. Er ist in Sicherheit und ich bin froh, dass sein Entführer bei euren Meistern ist. Geht es Vio gut? Als ich ihn zuletzt sah, verließ er gerade das Lager der Fleischräuber. Vios Wunden sind bald verheilt und die Matriarchin wird sich um seinen Verstand kümmern. Er wird sich erholen. Ihr habt mein Wort. Wenn die Ältesten von den Jedi sprechen, werde auch ich sprechen und auch mein Sohn. Damit danken wir euch. Das war doch das Mindeste. Wir wünschen euch alles Gute, Jedi. Lebt wohl. Yay. Schlichte mittlere Quelltkiste. Oh, das.
Komm, wir nehmen das hier. Die Fleischräuber sind immer noch eine Bedrohung. Aber ohne Bengel als Anführer werden sie verstreut und schlecht gerüstet sein. Der Tempel hätte vernichtet werden können. Der gesamte Orden steht in eurer Schuld, Padawan. So, dann verstärken wir unsere Verteidigung. Wir sollten in den Krieg ziehen. Nennt mich nicht Padawan. Natürlich, der Feind hat Schwachstellen in unserer Sicherheit gefunden. Wir müssen uns gegen ein zweites Coruscant wappnen. Ich stimme zu. Wir haben jetzt Sorgen jenseits der Fleischräuber. Die jüngsten Entwicklungen in der Twi'lek-Siedlung verlangen nach einer Antwort. Ihre Matriarchin hat mich an Bengel verraten, aber sie hat sich ergeben und unserem Urteil unterstellt. Dein Verdienst, denke ich. Gute Arbeit. Ihr kennt die Twi'lek, Padawan. Welches Vorgehen empfehlt ihr? Sie brauchen unsere Hilfe. Wir sollten die Kontrolle übernehmen. Vertreibt sie von Typhon. Wir haben Instabilität verursacht, weil wir ihnen die Hilfe verweigerten. Das muss sich ändern. Was Meister Orges geschehen ist, ist unverzeihlich. Aber wenn wir verzeihen und mit ihnen zusammenarbeiten, könnte das beiden Gemeinschaften förderlich sein. Dieser junge Jedi hat ein gefallenes Mitglied unseres Ordens gefangen genommen und den Tempel vor der Zerstörung bewahrt. Ich sehe keinen Grund, weshalb er länger Padawan bleiben sollte. Eure Tapferkeit, euer Heldenmut und eure Opferbereitschaft zeigen einen starken Charakter. Ihr seid unsere Hoffnung für die Zukunft. Ja, ich weiß, ich bin super. Ihr kamt als Padawan auf Typhon an. Doch ihr geht als Ritter der Republik. Möge die Macht mit euch sein. Ich verspreche, die Werte der Jedi und der Galaktischen Republik zu wahren. Erbitten dauerhafte Zuweisung als Assistent des Jedis. T7 plus Jedi ist gleich unaufhaltsam. Ja, nein, danke. Übertreiben wir es nicht. Das ist eine tolle Idee. Ich glaube, Nummer 1 ist immer das Positivste. 2 ist so, Und 3 ist immer so der Arschmove. Und ich habe keine Ahnung, warum jedes Mal die E-Mail hier reinkommt. Ich würde es ja gern ignorieren, aber das ist hier in der Aufnahme echt blöd. Ich weiß nicht, was er dagegen tun kann. Dieser kleine Droide und ich haben eine Menge durchgestanden. Wir sind ein prima Team. Ich sehe keinen Grund dafür, weshalb ihr nicht zusammenbleiben solltet. Wir empfangen ein Prioritätssignal von Coruscant. Es ist Meisterin Kiwix. Dieser Gesichtsausdruck. Meister Orges, alle. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die weitere Hilfe erfordert. Unsere Mutmaßungen über Coruscant waren richtig. Die dunkle Präsenz, die wir seit langem fühlen, ist hier am stärksten. Ich fühle nichts. Dann war es nicht Bengel Moore. Ich kümmere mich drum, kein Problem. Was kann schlimmer sein als ein gefallener Jedi, der uns angreift? Das gilt es herauszufinden. Vieles. Die Sicherheit der gesamten Republik steht auf dem Spiel. Die Lage verlangt nach unseren Besten. Meister Orges, ihr und euer ehemaliger Padawan solltet zu Meisterin Kiwix nach Coruscant. Kommt so schnell es geht zum Senatsgebäude. Meisterin Kiwix, Ende. Keine Ruhepause für uns, wie es scheint. Erledige, was du hier noch erledigen musst, dann nimm eine Fähre nach Coruscant. Ich werde sofort aufbrechen, Meister. Ich muss noch ein paar Sachen packen, bevor ich los kann. Wir sehen uns auf Coruscant. Natürlich. Bis bald. Möge die Macht mit euch sein. Ja, natürlich. Steh.